Jo Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf dem Raptor-Kanal, Freunde. Es geht heute wieder um XDefiant, das Game, was, glaube ich, sehr, sehr viele momentan wieder dazu bringt, richtig schön vor die Konsole, vor den PC zu gehen, rein zu grinden und einfach Bock zu haben, mit seinen Freunden zu zocken. Ich möchte mit euch heute einfach so ein bisschen über die positiven und die negativen Dinge, die mir so in XDefiant aufgefallen sind, reden. Ich bin mittlerweile Level 67, was in dem Game wirklich schon sehr hoch ist, weil es einfach extrem lange dauert, sein normales Spielerlevel zu leveln. Ich habe schon viele Waffen ausprobiert, ich habe die Modi alle gespielt, ich habe wirklich schon einiges an Erfahrungen jetzt sammeln dürfen in dem Game und deswegen kann ich da, glaube ich, auch ganz gut drüber reden, was positiv ist für mich und was negativ ist für mich. Ne? Jeder kann das natürlich nochmal anders sehen, kann einen positiven Grund als negativ sehen und so weiter und so fort, aber ich möchte einfach so ein bisschen das sagen, was ich halt geil finde. Als größten Punkt fangen wir direkt mal mit was Positivem an, ist natürlich, dass es kein Skill-Based Matchmaking gibt. Das macht das Game unfassbar gut und wir haben das erste Mal wieder seit Jahren gemerkt, was es mit einem Game macht, wenn es kein Skill-Based Matchmaking hat. Es gibt immer noch Leute, die täglich in meinen Stream kommen und sagen, ey, das Game hat 100% Skill-Based Matchmaking, ich spiele nur gegen Schwitzer und hier und da und hast nicht gesehen. Da muss ich aber leider einfach sagen, es stimmt halt nicht. In der Playlist bis Level 25 hast du Skill-Based Matchmaking, weil das so diese Anfänger-Playlist ist. Da soll halt derjenige geschützt werden, der halt nicht so gut ist. Allerdings hast du in der normalen Playlist danach kein Skill-Based Matchmaking mehr. Danach hast du es nur noch in Ranked und da gehört es halt auch hin. Das ist ja natürlich ganz klar. Ranked können wir aktuell natürlich noch nicht spielen. Wir können eine Ranked-Playlist suchen, wo man so ein bisschen rumprobieren kann, aber es gibt noch kein richtiges Ranking-System. Das kommt dann zu Season 1. Das heißt also, ich kann mit egal welchem Skill-Level von meinen Freunden einfach zusammenspielen und keiner hat einen Nachteil dadurch. Entweder es sind extrem gute Leute und wir werden mal alle weggeklatscht oder es sind Leute, die normal spielen, mit denen wir alle umgehen können oder es sind schlechte Leute, wo halt Leute, die halt vielleicht auch selber noch nicht ganz so gut sind, die trotzdem fertig machen können. Also es ist einfach eine durchmischte Erfahrung, wo man einfach sagen muss, das hat man wirklich vermisst. Und man merkt es jetzt erstmal wieder, wie viel Spaß es machen kann, einfach 6 gegen 6 Multiplayer einfach drauf loszuzocken, einfach reinzugehen, zu labern. Ich habe wirklich, also ich muss es wirklich einfach so sagen, ich habe alte Black Ops 3, Black Ops 4 Feelings in mir. Ich gehe abends schlafen, ich freue mich früh aufzustehen, ich wach früher auf, als ich muss, gefühlt so, und ich werde einfach zocken. Also die Sucht ist komplett da. Ich würde sagen, wir machen das Ganze hier so ein bisschen nach dem Ping-Pong-Prinzip, deswegen jetzt erstmal ein Negativpunkt. Ich würde sagen, der größte Negativpunkt, und da werden wahrscheinlich alle mit übereinstimmen, ist so ein bisschen dieser Netcode-Faktor. Es passiert in dem Game einfach relativ häufig, dass man halt um Ecken stirbt oder hinter Steinen oder hier und da und hast es nicht gesehen oder man mal irgendwie auf den Gegner schießt und man ist perfekt drauf und die Hits connecten nicht. Ich für mich muss tatsächlich sagen, dass es mir bis jetzt nicht so oft passiert ist, dass mit hinter Wänden sterben, das passiert auf jeden Fall, klar, das kenne ich genauso. Da muss ich allerdings auch sagen, für die Leute, die aus COD kommen, ich weiß gar nicht, warum sich da so viele so drüber beschweren, beziehungsweise es für viele so schlimm ist, weil in COD haben wir das Problem, aber mindestens genauso mit denen um die Ecke sterben, das ist wirklich Wahnsinn, was da auch schon teilweise passiert ist in Warzone und ich habe das ja so viel gespielt, es ist wirklich, wirklich auch krass in Warzone, wie man da um Ecken stirbt. Also diesen Fakt verstehe ich nicht. Das mit dem Hits connecten nicht, da gibt es viele Clips von, das ist natürlich ein bisschen Arsch. Das ist Kacke, da muss dran gearbeitet werden. Das haben die aber auch schon gepostet von XDefiant, dass da dran gearbeitet wird, dass sie da auf jeden Fall etwas machen und dass das besser wird. Der nächste Positivpunkt ist für mich einfach momentan so dieser Grind-Faktor. Ich weiß, innerhalb einer Runde, da kommen wir auch gleich zum Negativen nochmal, gibt es nicht ganz so viel, was man machen kann. Quatschen wir gleich drüber. Aber ich meine den puren Grind vom Leveln her. Es gibt anscheinend aktuell noch kein Max-Level, weil es gibt Leute, die sind schon Level 112 oder so. Also es geht auf jeden Fall über Level 100 hinaus. Es dauert sehr lange, dahin zu kommen. Und ich finde, dass es sehr cool ist, dass es eine Mechanik gibt, für die man lange Zeit braucht. Das heißt, Leveln ist ja für einen Casual vielleicht einfach bis Level 50 zu leveln oder so und dann freut er sich schon. Aber für jemanden, der wirklich hardcore reinzockt, jeden Tag 8-9 Stunden reingrindet oder so und der trotzdem nach Wochen noch sieht, dass er leveln kann, das fühlt sich einfach verdammt gut an, weil Leveln ist, und ich glaube, da spreche ich für viele Multiplayer-Grinder von uns, ist einfach ein Faktor, der das Spielen so viel besser macht. Leveln ist einfach geil. Das ist auch der Grund, warum ich das mit dem Waffenleveln gar nicht mehr so schlimm finde, wie ich es am Anfang fand, dass es so lange dauert, weil das einfach gut tut, einfach was zu haben, worauf man grinden kann. Kommen wir aber direkt zu dem, was ich gesagt habe. Der nächste Negativpunkt ist quasi, dass du halt innerhalb der Runden nicht wirklich viel zu tun hast, ja? Du spielst zwar und du hast deine Fähigkeiten, du hast deine Ultimativfähigkeiten, du levelst deine Waffen, du levelst dein Level und so weiter und so fort, aber in der Runde hast du nichts, worauf du gehen kannst. Du siehst zwar angezeigt, auf was für einer Streak du bist,
also auf was für einer Killstreak du bist. Allerdings wird dir nicht angezeigt irgendwie, ey, du hast jetzt bei 3 Kills eine Drohne oder hier und da und hast du nicht gesehen. Ich weiß, es gibt sehr viele Leute, die sich Streaks wünschen für das Spiel. Ich sag ganz ehrlich, wenn dann sowas wie eine Drohne oder einen Orbi, maximal, aber würde ich auch nicht mal machen wahrscheinlich. Ich finde in das Game, auch wie die Maps designt sind, passen solche richtigen Streaks, sowas wie ein Heli oder Blitzschlag oder keine Ahnung was, passen da nicht so wirklich rein. Ich finde es cool, wenn es so passive Sachen geben würde. Jericho, ein YouTuber, hat dazu ein sehr geiles Video gemacht. Checkt das gerne mal ab, wenn ihr das abchecken wollt. Dass es so für jede Klasse passive Killstreaks sozusagen gibt. Wenn du 3 Kills machst, kannst du zum Beispiel ohne einen extra Aufsatz schneller nachladen. Bei 5 Kills kannst du zum Beispiel 5% schneller sprinten und bei 10 Kills aufwärts kannst du laden deine Ultimativfähigkeiten 5% schneller auf oder so. Also irgendwas, was dich so ein bisschen stärker macht, wenn du quasi auf einer höheren Killstreak bist. Das würde ich geil finden. Oder halt sowas wie Spezialistenbonus, was das ja quasi so mäßig wäre. Das wäre eine sehr coole Sache. Vielleicht kommt da ja noch was. Ich bin da sehr gespannt. Die sind da auf jeden Fall sehr auf die Community am Hören. Die sind schon am Machen und am Tun. Die designen gerade schon eine Killcam, dass man eine Killcam hat, was sehr geil ist. Die wollen, es gibt so viele Sachen, die sie machen wollen. Season 1 kommen ja dann auch, glaube ich, 3 neue Maps und 3 neue Modi und 3 neue Waffen und Rank-Modus und hast du nicht gesehen, neue Embleme, Visitenkarten, alles Mögliche. Und halt auch so Basisherausforderungen. Das sehen wir jetzt schon im Menü, dass es Basisherausforderungen gibt, die dann irgendwie dazukommen zu Season 1. Und ich bin beim Negativpunkt gerade komplett ins Positive geswitcht, es tut mir leid. Aber ja, das ist halt so ein Ding, dass es halt momentan noch nicht so viel gibt, worauf du in der Runde halt quasi grinden kannst. Mir reicht es aktuell noch, mit meinen Jungs halt quasi auf die Wins zu spielen, spannende Matches zu zocken oder halt mal Matches zu haben, wo du komplett reingehen kannst. Gibt ja wie gesagt beides. Ich glaube, alle weiteren Punkte sind quasi eher so Kleinigkeiten. Ja, sowas wie, wenn du zum Beispiel ein Match verlässt, das irgendwie Match wird verlassen steht, dann hast du einen Blackscreen oder so und da dreht sich der Kreis mit dieser Prozentzahl. Das sind so Sachen, die sind vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen störend, wenn man dann da irgendwie immer 30, 40 Sekunden warten muss oder so, wenn man aus der Lobby kommt. Das sind meiner Meinung nach aber Kleinigkeiten. Was ich sehr cool finde und was wir in anderen Spielen vielleicht nicht so hatten und was jetzt wirklich sehr gut funktioniert, ist die Join-Funktion, dass du Spielern joinst und einfach drauf loszocken kannst. Ich lade meine Jungs ein, eine Sekunde später sind die in der Lobby drin und wir können sofort loszocken. Du findest so eine Lobby, kein Skip ist Matchmaking, du findest sofort eine Lobby, zack, drin und kannst einfach losgrinden. Absolut geil, finde ich sehr nice. Und overall bin ich halt mit dem Game wirklich sehr, sehr zufrieden. Ich freue mich, dieses Game jeden Tag aktuell grinden zu können. Wer sich das Ganze anschauen möchte, kann natürlich gerne live auf Twitch vorbeischauen. Ich bin momentan morgens immer relativ früh live, so zwischen 7 und 8 Uhr spätestens, manchmal auch früher. Das heißt, wenn ihr das abchecken wollt, checkt das auf jeden Fall ab. Schreibt mir sehr, sehr gerne eure positiven und negativen Punkte zu XDefiant in die Kommentare, damit wir vielleicht so eine kleine Diskussion haben können. Wir sehen uns im nächsten Video, wo es wieder richtig schön Action in XDefiant gibt. Ihr habt jetzt auch viele Clips im Hintergrund gesehen, aber wo es wieder dann wirklich ums Gameplay geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im Stream und haut rein.